Ja, und selbst so ein gewonnenes Casting ist ja kein Garant für die grandiose Karriere und Geld ohne Ende. Lasst uns doch mal schauen, was aus unseren einstigen Castinghelden so geworden ist. Nicht alle bleiben Superstars, das ist ja mal klar. Der erste Gewinner von DSDS 2003 war ja Alexander Klavs. Und er hat ja bisher auch die meisten Charthits gemacht. Dann wurde es ein bisschen ruhiger um ihn, er ist bei einem Musical eingestiegen. Doch jetzt kehrt er als Sänger auf die Bühne zurück und wir hören uns den neuen Alexander einmal an. Filmchen ab und Öhrchen auf. Einst war Alexander Klavs Deutschlands Superstar. Zurzeit spielt er eine der drei Hauptrollen in Roman Polanskis Musical Tanz der Vampire. Seit anderthalb Jahren sammelt Alex auf der Musicalbühne Erfahrungen als Tänzer, Schauspieler und natürlich auch als Sänger. Jetzt möchte Alex wieder zurück in die Charts. Wir haben ihn im Theater besucht und mit ihm über Abschiedsschmerz und Zukunftspläne geplaudert. Oh, ich werde es vermissen, jeden Abend wirklich live auf der Bühne zu stehen. Also das ist ein ganz, ganz wunderschönes, besonderes Gefühl gewesen immer. Vor allem hier auch in diesem schönen Theater. Ich werde das Ensemble vermissen, also die Cast von Tanz der Vampire. Also wir sind wirklich eine riesengroße Familie. Ich meine, das sagt man immer so, aber das ist wirklich so. Im Musical spielte er die Rolle des Alfred, Assistent eines Professors. In seiner neuen Single ist er nur er selbst, singt eigene Texte, erzählt aus seiner Welt und hofft so, wie zu Superstar-Zeiten, die Charts zu erobern. Ich bringe jetzt mein viertes Album raus. Meine neue Single Welt kommt jetzt auf den Markt. Also ich freue mich und ich bin sehr gespannt, wie die Leute auf meine deutsche Sprache reagieren. Weil das ist das erste Mal, dass ich jetzt auf Deutsch singe. Deutsche Texte, das sieht doch tatsächlich nach Neuanfang aus. Früher waren seine Songs nur auf Englisch. Ich habe halt jeden Abend hier auf dieser Bühne Deutsch gesungen und habe hiermit quasi gemerkt, wie viel Spaß ich an der deutschen Sprache habe, auch sie zu singen. Und ich bin halt auch Deutscher und ich kann mich in den deutschen Texten einfach viel mehr verwirklichen mit meinen Emotionen, mit meinen ganzen privaten Gefühlen auch. Was hat sich die Welt dabei gedacht? In meinem neuen Video geht es darum, eigentlich meine Welt so ein bisschen zu zeigen, also die sehr hektisch ist. Man sieht auch ein paar Ausschnitte aus dem Theater. Ja, einfach so, man sieht mich beim Fotoshooting. Also da hat man einfach so ein bisschen so in meine Welt hineinschauen können. Bis zum 30. März ist Alex Welt noch die Rolle des tollpatschigen Alfreds in Tanz der Vampire. Doch alle, die es bis dahin nicht mehr ins Berliner Theater des Westens schaffen, haben zumindest einen Trost. Meine Fans dürfen sich auf jeden Fall auf ein Feuerwerk freuen von rockigen Songs, von sehr schönen Balladen. Sie dürfen sich auf sehr, sehr intime Texte auch freuen. Also ich meine, manche Songs sind wirklich, habe ich lange überlegt, ob ich die aufs Album packe, weil die halt wirklich sehr persönlich auch sind. Es ist so für mich, als würde ich die Hose runterlassen. Na dann dürfen wir ja gespannt sein. Dass ich nicht für immer, für immer.